Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt ganz kurz die Sendung unterbrechen. Es tut mir furchtbar leid. Drei Minuten. Grazie, grazie. Wir müssen ganz kurz unterbrechen, denn... Das ist Mark Keller. Nein, ich werde nicht singen. Crema. Crema, ich weiß, ich bin da. Aber meine Damen und Herren, ganz kurz, 2 bis 3 Minuten. Auch an den Bildschirmen, es dauert nicht lange. Es wurden CDs verkauft, und zwar sehr, sehr viele CDs. Man verkauft heutzutage nicht mehr viele CDs, aber einer hat's getan. Aber wer? Liebe Crema. Joghurt. Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, heute Abend dem Giovanni Doppelplatin zu überreichen für seine beiden Alben. Und Crema, ich will die Kuss, aber ich darf ihn nicht wegen dieser Regel. Hier. Das ist eine Riesennummer, wirklich. Platin in der heutigen Zeit. Und ich weiß, du bist überrascht. Dankeschön. Aber das ist noch nicht alles. Wir sind schon sehr lange befreundet und er kommt ja aus Hechingen. Und früher hat man zu ihm immer gesagt, es ist der italienische Hengst aus Hechingen. Er hat auch Rocky geliebt und so. Und ich meine, ich muss jetzt wirklich eins sagen, die Italiener sind ja ganz schön im Vormarsch, mein Junge. Was war am 11. Juli dieses Jahr? Was war da? Ist er Europameister geworden? Ich weiß. Ich weiß. Hast du auch gewusst, aber... Ich habe gefeiert. Ich weiß noch eins, meine Freunde. Sag. Du bist eine große Fan. Von? Von die Kapitän. Sì. Der italienische Nationalmannschaft. Giorgio Chiellini. Ich weiß. Ich liebe dich. Und ich habe noch eine Überraschung für dich mitgebracht, mein Lieber. Achtung, für dich. Il Capitano. Ich weiß. Ciao Giovanni, volevo farti un grandissimo in bocca al lupo per la tua nuova trasmissione e dirti che ti seguiamo tantissimo anche dall'Italia. Un abbraccio grande. Giorgio Chiellini, ragazzi! Yeah. Hey, lieber Giovanni, es tut mir leid, dass ich euch gestört habe. Nein, du hast gar nicht gestört. Ihr könnt jetzt wieder weitermachen, ihr habt ihn gleich für euch. Ich bin weg und die nächste Moderation übernimmt Ben. Bevor du abhaust, Marc. Okay. Marc ist ein ganz lieber, herzlicher Freund. Er hat bei unserer Hochzeit gesungen, 2005, hat er uns überrascht mit einem Liebessong für mich und Janaína. Und er gehört zu den aufrichtigsten Menschen, die ich kenne. Und ich habe dich einfach unglaublich lieb. Schön, dass du da bist. Danke für die Überraschung, Marc. Er macht einen super Job und ich freue mich so für ihn. Hat dich so lieb. Dankeschön. Alles Liebe und buona notte. Danke dir.